Okay, sind wir da? Wir haben pünktlich 19 Uhr und ja, wenn jemand von euch schon da ist, gebt bitte ein Zeichen, gell? Ihr könnt was schreiben, ein Herzchen, einen Daumen hoch geben, damit wir sehen können, dass jemand schon mal da ist. Ich glaube, wir sind heute total überpünktlich. Ich sehe die Leute auch schon. Ja, siehst du schon? Sind ein paar schon da? Genau. 8 Menschen warten auf dich. Dankeschön. Dankeschön, dass ihr gewartet habt und vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Ich muss euch sagen, ich bin schon wieder sowas von aufgeregt, aber es ist eine positive Aufregung. Ich sage immer, es ist eine Aufregung wie ein Kind am Weihnachten. Wisst ihr? Genau diese Art von Aufregung ist es. Und ich warte noch kurz. Ich würde sagen, wir warten noch so 1, 2 Minuten, bis vielleicht noch ein paar mehr dazukommen. Und ansonsten werde ich euch heute, wie gesagt, wie beim letzten Livestream versprochen, eine meiner Lieblingsgeschichten erzählen, wo es darum geht, wie wir am besten mit schweren Zeiten, mit Unheil und Tragik in unserem Leben, wie wir das begegnen und wie wir am besten damit umgehen können. Es ist eine meiner Lieblingsgeschichten, weil es vom Metapher her so gut in meinen Kopf reingegangen ist. Auch dir gefällt diese Geschichte, ist auch einer seiner Lieblingsgeschichte. Denn das ist, wie gesagt, das bleibt so gut im Kopf hängen und es ist einfach eine wunderbare Inspiration und Anregung. Und während wir noch auf die anderen warten, wollte ich noch sagen, vielen, vielen Dank für das letzte Livestream, wo wir auch dieses Rezept für die Seele miteinander geteilt haben. Ich habe da so viele liebe, berührende Privatnachrichten von euch bekommen. Das war der Hammer. Ich musste das erstmal, das war am Freitag, ich musste das erstmal komplett setzen lassen, habe mir das alles durchgelesen. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr so offen seid und auch so viele Geschichten mit mir teilt. Und ja, das hat mir wirklich sehr viel bedeutet und hat mir auch so viel Bestärkung gegeben, dass es euch interessiert und dass ihr Lust habt, auch diese andere, ich sage mal, Sichtweise zu sehen. Und nochmal an dieser Stelle ganz wichtig, warum ich das immer wieder betone, weil ich eben weiß, dass hier in Deutschland oder im Westen neigt man immer noch dazu, Buddhismus zum Beispiel als eine Art Religion zu sehen. Und für mich zum Beispiel ist Buddhismus, es ist keine klassische Religion. Das ist ganz wichtig, dass ihr das für euch wisst, damit, weil es viel zu schade wäre, wenn jemand das in eine Schublade stecken würde. Denn Buddhismus bietet praktische Lebenshilfe. Es ist eine Art Psychologie, spirituelle Psychologie. Und für mich zumindest ist es so, dass ich aus all diesen Lehren und diesen Geschichten kann ich da eine Art Einsicht in das Leben gewinnen. Wisst ihr, was ich meine? Also das Tolle daran ist einfach, man kriegt diese Lebenstipps, kriegt man so oft in so wunderschöne, teilweise lustige, teilweise ganz traurige Geschichten verpackt. Und dadurch, dass man das als Geschichten verpackt bekommt, bleibt es so gut im Kopf hängen und man hat niemals das Gefühl, dass man irgendwie mit so einem erhobenen Zeigefinger etwas gelehrt bekommt. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist eben das Tolle bei diesen buddhistischen Geschichten, dass sie eine gewisse Leichtigkeit vermitteln. Und es steht übrigens, es ist ganz wichtig, dass ihr das wisst, es steht jedem von euch sowas von frei, wie ihr damit umgeht. Es sind keine Regeln. Ich sage euch nicht, ihr müsst und solltet das so machen, wie ich euch im letzten Livestream gesagt habe. Ich möchte eure Freundin sein, eure Homie, die euch quasi eine andere Perspektive bietet, vielleicht eine Anregung. Und wenn es mit euch resoniert, wenn ihr merkt, hier und hier, da springt etwas an, dann geht dem auf jeden Fall nach. Und wenn es nicht mit euch resoniert, wenn ihr sagt, ich kann damit gar nichts anfangen, dann ist es überhaupt nicht schlimm. Dann habt ihr einen anderen Weg, damit umzugehen. Und das ist genauso wunderbar. Okay? Also keiner wird zu irgendwas gezwungen. Ihr seid immer frei darin. Thailand übrigens hieß früher, Thailand bedeutet das Land der Freien. Freiheit ist für uns Thailänder ganz wichtig. Deswegen, jeder kann immer ganz frei sich entscheiden, wie er möchte. Und ja, jetzt haben wir, glaube ich, schon gewartet. Ich würde sagen, wir legen los, weil, wie gesagt, eine meiner absoluten Lieblingsgeschichte. Ich bin gespannt, wie ihr das findet. Also
hört euch das an und wenn ihr zwischendurch Fragen habt, schreibt es auch gerne. Ragnar ist hier hinter der Kamera und liest dann eure Chats mit. Ich sehe das, wie gesagt, leider nicht. Und dann wird er mir dann nachher eure Fragen, eure Kommentare vorlesen. Okay, seid ihr bereit? Also, beim letzten Livestream, wisst ihr noch, da habe ich euch gesagt, es heißt bei uns in Asien oder in Thailand, glückliche Menschen und unglückliche Menschen. Das, was die beiden unterscheidet, ist die Art und Weise, wie man mit Unheil umgeht. Das macht den Unterschied zwischen einem glücklichen und einem unglücklichen Menschen aus. Und in der Geschichte heute geht es so. Stell dir vor, du hast gerade einen wunderschönen Nachmittag irgendwo in Thailand am Strand verbracht. Lecker Kokosnusssaft getrunken, wunderschön dich bräunen lassen und dann läufst du nach Hause und plötzlich siehst du ein riesiger XXL Misthaufen vor deinem Haustür. Es gibt drei Dinge, die du über diesen Misthaufen wissen musst. Erstens, du hast diesen Misthaufen nicht bestellt. Es ist nicht deine Schuld. Zweitens, keiner, auch nicht die Nachbarn, keiner hat gesehen, wer diesen Misthaufen abgeladen hat und wo das überhaupt herkam. Und vor allen Dingen, auf diesem Misthaufen ist ein riesiges rosa Schleifchen dran gebunden mit einer Grußkarte, wo drauf steht, exklusiv für dich. Das heißt, du hast diesen Misthaufen am Hals. Drittens, dieser Misthaufen ist riesig, stinkt ekelhaft, stinkt so sehr, dass du auf der Stelle erbrechen könntest. Dieser Misthaufen ist eine Metapher für das Unheil, für die Katastrophe, für Schicksalsschläge, dass das Leben über uns auskippt. Und es gibt drei Dinge, die du über diese Katastrophe, über diesen Schicksalsschlag wissen musst. Erstens, du hast es nicht bestellt. Es ist nicht deine Schuld. Du fragst dich vielleicht, warum passiert mir das? Das ist nun mal so. Zweitens, dieser Schicksalsschlag ist an dich quasi gerichtet. Deine Freunde, Familie, deine Angehörigen, wie sehr sie dir helfen möchten, sie können dir nicht wirklich helfen. Du kannst es niemand anderen in die Schuhe schieben oder die Verantwortung auf ihn tragen. Es ist deine Aufgabe. Drittens, diese Sache, dieser Schicksalsschlag ist so furchtbar, so voller Schmerz. Es raubt dir deine ganze Lebensfreude und dieser Schmerz breitet sich aus. Du hast das Gefühl, du hast keinen Spaß mehr am Leben. Und jetzt ist es so, wenn wir einen riesigen Misthaufen vor unserer Tür bekommen, es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir damit umgehen. Die erste Möglichkeit ist, wir sagen, oh nein, wir machen die Augen zu, versuchen diesen Misthaufen so gut es geht irgendwie zu ignorieren. Wir denken uns, egal, irgendwie komme ich schon ins Haus rein und wieder aus dem Haus raus. Und jedes Mal, wenn wir die Augen zumachen, die Ohren zu, quetschen wir uns an dem Misthaufen vorbei, gehen rein ins Haus. Quetschen uns irgendwie wieder damit raus, ignorieren es. Aber wie, egal wie oft wir uns dann duschen, uns mit Parfum einparfümieren, uns sauber machen, wir haben trotzdem immer ein bisschen was von dem Mist bei uns dabei. Es klebt an unsere Haut, an unsere Kleidung, an unsere Haare. Egal wie sehr wir es ignorieren, es klebt immer an uns. Und ganz schlimm wird es, wenn wir sogar anfangen, Teile von diesem Misthaufen zu nehmen und es in unsere Jackentasche, Hosentasche, Socken, Schuhe zu stecken. Und damit gehen wir dann zu unseren Freunden, Familien, Arbeitskollegen und die fangen plötzlich nach und nach an, Abstand von uns zu nehmen, weil sie merken, wir stinken ganz schön. Nicht, weil sie uns nicht lieben, sondern sie müssen sich selber vor unserem Gestank schützen und distanzieren sich von uns. Und das Schlimmste dabei ist, dieser Misthaufen wird überhaupt nicht abgetragen. Im Gegenteil, dadurch, dass wir ihn bei uns tragen, reift er gemütlich heran und der Gestank wird immer schlimmer.
Und die Metapher von dieser Art und Weise, den Misthaufen bei sich zu tragen, ist eine Metapher dafür, wie wir versuchen, das Problem, das Unheil zu ignorieren. Wir tragen es bei uns, bedeutet, wir stürzen uns komplett in diesem Unheil, in diesem Trauer hinein. Dadurch entwickeln wir negative Gefühle wie Wut, Groll, Hass. Wir fühlen uns ungerecht behandelt, sagen, warum passiert mir das? Und dadurch, dass wir all diesen Groll und Zorn bei uns tragen, kennt ihr das? Ich kenne das von mir sehr, sehr gut. Gehen wir damit teilweise zu unseren Freunden, Familien und fangen an, es bei ihnen abzuladen. Wir fangen an zu jammern. Immer wieder die gleiche Geschichte erzählen wir ihnen. Wir hoffen damit, dass wir uns erleichtern könnten, aber in Wirklichkeit benutzen wir die anderen Menschen als Abladestelle. Wisst ihr, was ich meine? Wie gesagt, ich kenne das von mir. Ich habe das auch schon sehr, sehr oft gemacht. Und wenn wir ehrlich sind, dabei wird das Problem nicht kleiner. In dem Moment, wo wir anderen Menschen voll jammern, fühlen wir uns vielleicht gut, weil wir denken, wir hätten es mit jemandem geteilt. Aber wir haben ja nicht das Problem gelöst. Wir sind ja gar nicht an das Problem herangegangen. Und unsere Freunde und Familien, Eltern und Kinder, sie hören sich das vielleicht eine Zeit lang an, aber irgendwann wird es für sie auch ziemlich schwer, sich das anzuhören. Es belastet sie genauso. Und wir dürfen nicht vergessen, jeder von ihnen hat vielleicht auch gerade einen ganz schön großen Misthaufen vor der eigenen Haustür. Aber zum Glück gibt es einen zweiten Weg. Und das ist wahrscheinlich der viel bessere Weg. Der zweite Weg, wenn du nach Hause kommst und ein riesengroßer Misthaufen vor deiner Haustür steht, du zäufst erstmal und dann sagst du, alles klar, dieser Misthaufen ist jetzt hier. Ich stelle mir nicht die Frage, warum passiert ausgerechnet mir das? Ich stelle mir die Frage, was will dieser Misthaufen, was will diesen Schicksalsschlag mir beibringen? Und dann holst du deine Schubkarre, deine Handschuhe, dein Spachtel. Heißt es Spachtel? Schaufel. Spaten. Genau, dann Schaufel. Du holst Schubkarre, Schaufel, Handschuhe, Gummistiefel und fängst an, diesen Misthaufen abzunehmen, in die Schubkarre rein. Damit fährst du hinter deinem Haus im Garten, verbuddelst es in die Erde. Und das machst du so gut wie jeden Tag, so gut wie es eben geht. An manchen Tagen schaffst du vielleicht eine Schubkarre-Ladung voll. An manchen Tagen schaffst du einen riesigen Haufen. Und es gibt Tage, wo du vielleicht gar nichts schaffst. Und es ist vollkommen in Ordnung. Aber das, was zählt, ist, dass du dich da dran machst. Und es ist eine schwere Aufgabe, keine Frage. Es ist mega anstrengend. Und ja, je größer der Misthaufen ist, desto länger wird es dauern, ihn abzutragen. Es kann mehrere Jahre dauern. Aber du bleibst da dran, denn du weißt, es gibt keinen anderen Weg, es gibt keine andere Lösung. Wenn ich nicht in Depression, in Wut, Trauer verfallen will, kann ich nur daran arbeiten. Und so lädst du jeden Tag Misthaufen in deine Schubkarre, fährst es hinter deinem Garten, begräbst es in die Erde. Und irgendwann stehst du morgens auf, machst die Tür auf und stellst fest, der Misthaufen ist nicht mehr da. Und nicht nur das, es ist sogar ein Wunder geschehen. Hinten in deinem Haus, in deinem Garten, sind die schönsten Blumen entstanden. Die schönsten Blumen, die wunderbar duften. All die Gemüse und Kräuter sehen so prachtvoll aus. Der riesige Mangobaum hinten in der Ecke trägt so viele dicke, wunderschöne Mangos. Und da merkst du, du hast etwas geschafft, denn den Misthaufen
hinten in deinem Garten in die Erde zu verbuddeln, ist eine Metapher. Sie ist eine Metapher dafür, dass du den Misthaufen in Dünger verwandelt hast. Du hast diesen Unheil, diesen Schicksalsschlag in eine Lehre gewandelt. Du hast damit etwas, das schlecht war, etwas, wovon du gedacht hast, es würde dich umbringen, hast du in etwas gemacht, was dir Weisheit geschenkt hat. Du bist daran gewachsen. Du hast damit dich weiterentwickelt. Und all diese Kräuter, Blumen und die reifen Mangos, sie stehen für die wahren Einsichten in das Leben. Sie stehen plötzlich für Mitgefühl. Denn auf einmal hast du Mitgefühl entwickelt. Die Menschen, die Freunde, Familien, deine Beziehungen, deine Eltern, dein Lebenspartner, sie sind so unglaublich stolz und glücklich auf dich. Es ist für sie das größte Geschenk der Welt zu sehen, wie du diesen Misthaufen abgetragen hast. Sogar Fremde, die an deinem Haus vorbeilaufen, bleiben stehen und sagen, wow, aus irgendeinem Grund bin ich so gerne hier, das duftet hier so gut, das ist so schön, hier jetzt stehen zu bleiben. Und wenn wir es geschafft haben, diesen Unheil in so etwas Wunderschönes zu verwandeln, woran wir gewachsen sind, dann können wir, wenn wieder Unheil oder Tragik bei einem anderen Menschen zum Beispiel passiert, können wir diesen anderen Menschen aufrichtig umarmen. Und wenn er sagt, du weißt du was, bei mir ist ein riesengroßer Misthaufen vor der Haustür abgeladen worden, kannst du diesen Menschen umarmen und sagen, ich weiß. Und dieser Mensch wird zu 100%ig spüren, dass du wirklich weißt, dass du ihn wirklich verstehst. In dem Moment spürt der andere dein aufrichtiges Mitgefühl. Und dann kannst du diesen Menschen bestärken, ihn helfen und sagen, und weißt du was, jetzt nimmst du deine Schubkarre, dann brauchst du diese Handschuhe, ich kann dir diese Handschuhe hier besonders empfehlen, das greift richtig gut, nimm am besten diesen Schaufel hier und leg los mit größtem Eifer. So wirst du quasi sogar zur Inspiration, zu Licht im Dunkeln für anderen Menschen. Und ich denke, wenn ihr nachdenkt in eurem Leben, gibt es mit Sicherheit Menschen, die ihr kennt, entweder aus persönlichem Umfeld oder vielleicht prominente Autoren, Sportler, die größten Menschen, die am meisten zu geben haben, die so viel Weisheit und zugleich Leichtigkeit in sich tragen, sind die Menschen, die die größten Misthaufen abgetragen haben. Ist euch das schon mal aufgefallen? Die Menschen, die noch nie einen Misthaufen abtragen mussten, ganz ehrlich, die haben nicht so viel zu erzählen. Sie haben auch nicht so viel, was sie mit anderen teilen können. Schaffst du es von deinem Mindset, etwas, das so schwer ist als Schicksalsschlag, als ein Geschenk zu sehen? Auf Deutsch gibt es ja so schön diesen Satz. Das fand ich damals so schön, wo ich nach Deutschland kam und diesen Satz gelernt habe. Aus Kacke Gold machen, ne? Das sagt man ja so auf Deutsch. Und genauso dieses Mindset ist das, was wir brauchen, wenn wir Unheil begegnen. Und wie es die Geschichte auch sagt, das ist nicht leicht, das sagt keiner. Und es kann Jahre dauern, aber ich verspreche euch vom ganzen Herzen, es ist am Ende, wenn ihr es abgetragen habt, eines der größten Geschenke überhaupt. Wir haben... Genau, ich bringe das noch kurz zu Ende, denn die Moral von dieser Geschichte ist genau eben das. Wenn Unheil passiert, schließe nicht die Augen davor. Stürze dich nicht in Depression, in die negative Stimmung. Schau, dass du gute Tipps und Ratschläge bekommst. Erwarte aber nicht von anderen Menschen, dass sie den Misthaufen für dich abtragen. Trage es selber ab, denn du weißt, der Misthaufen hat ein Schleifchen, das exklusiv an dich adressiert ist. Aber sei dir sicher, es werden genug Menschen da sein, die dir mit hilfreichen Tipps zur Seite stehen. Und wenn du diesen Misthaufen abgetragen hast, vergiss es niemals
und teile deine Weisheit und Mitgefühl mit anderen Menschen, die auch daraus müssen. Und ja, meine Mama hat auf jeden Fall in ihrem Leben ganz schön oft große Misthaufen bekommen. Und wir zwei auch, schon seit mehreren Jahren, letztes Jahr, so jeder von uns hat seinen eigenen Misthaufen. Und letztes Jahr, würde ich sagen, war eines der größten Misthaufen, das wir gestellt bekommen haben. Gerade für dich war das, ich glaube, ein XXL-Misthaufen. Und ich muss euch sagen, Ragnar hat seitdem jeden Tag diesen Misthaufen abgetragen und ist auf jeden Fall auch für mich ein Beispiel. Und ja, jetzt bin ich so. Bist du jetzt wieder gerührt? Ja. Was soll ich jetzt sagen? Ja, okay. Aber wisst ihr, was ich meine? Das ist, man muss es doch, ne? Ich denke, jeder von euch, oder? Jeder von euch, der schon mal so einen Misthaufen abgetragen hat oder der gerade dabei ist. Wenn ich ehrlich zu euch bin, ich bin noch dabei. Ich habe schon einen großen Misthaufen, aber ich trage ihn ab. An manchen Tagen schaffe ich es nicht, aber ich habe gemerkt, in den letzten 3 Jahren, seit Sommer 2017, habe ich es richtig gut hinbekommen. Es ist noch nicht weg, es ist noch da, aber es ist schon viel kleiner geworden und ich sehe schon die ersten Mangos an meinem Baum. Und es sind sogar Leute da, die die Blumen in deinem Garten bewundern. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Seht ihr, das ist das schönste Kompliment, weil, wenn das so ist, dann, ja, diese Blumen, die ihr dann auch in eurem Garten habt, die könnt ihr dann nämlich eben auch mit anderen Menschen teilen. Wisst ihr, was ich meine? Weil, ihr kennt das bestimmt von Alltagssituationen. Manchmal zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe, stehe an der Schlange. Dann am Weihnachten ist mir das passiert. Da war ich mit meiner Mama am Weihnachten einkaufen und dann haben wir plötzlich eine ältere Dame, ungefähr um die 80 Jahre, haben wir gehört, wie diese Dame zu einer Verkäuferin gesagt hat, Weihnachten, das ist doch alles, die wollen nur Sachen verkaufen. Und ich wusste noch, ich habe mich umgedreht und normalerweise die erste Reaktion, ich bin ja kein Heilige, ne? Und ich bin ja schon ein temperamentvoller Mensch, meine erste Reaktion war erstmal, was ist diese Tante für eine Miesmuschel? Aber dann fiel mir ein, als ich sie ins Gesicht geguckt habe, habe ich gedacht, Marina, du bist so dumm. Sie ist nicht absichtlich eine Miesmuschel. Sie ist verbittert. Sie hat einen großen Schmerz bei sich. Vielleicht hat sie zu Hause keine Liebsten, keine Familie. Und deswegen ist Weihnachten für sie ein furchtbares Fest. Und in dem Moment habe ich dann wirklich Mitgefühl mit dieser Frau entwickelt. Und ja, das seht ihr, wenn wir den Mist bei uns tragen, dann werden wir zu so einer Art Miesmuscheln und neigen dann plötzlich manchmal dazu, andere Menschen doof anzumachen, die gar nichts dafür können. Wir leben unsere negative Laune an ihnen aus. Wir sind egoistisch und unfair. Aber das ist auch irgendwie okay, weil keiner von uns ist perfekt. Wir sind alle hier, um zu lernen. Aber das Allerwichtigste ist, dass uns das bewusst wird. Es muss uns nicht sofort in dem Moment bewusst sein. Es reicht auch, wenn wir erst abends nach Hause kommen und merken, oh Mann, hast du dich heute benommen wie ein Arschloch. Das ist auch okay. Das Wichtigste ist, dass es uns überhaupt auffällt. Denn am traurigsten, finde ich, sind die Menschen, denen das nicht mehr auffällt. Wisst ihr, was ich meine? Verbittert. Genau, die verbittert sind. Die zu Steine geworden sind. Kennt ihr noch vom letzten Livestream? Und die Menschen hingegen, die fleißig ihren Misthaufen abtragen, wo schon die ersten Blumen da sind, das sind die, die wir im Alltag begegnen, die uns plötzlich grundlos anlächeln. Das sind Fremde, wo wir, wenn wir in der Nähe kommen, wie ein Gefühl von Leichtigkeit haben. Und das sind Menschen, wo wir eben sagen, das ist wie, als ob sie Blumen bei sich hätten. Wir fühlen uns in ihrer Nähe, in ihrer Umgebung wohl. Und wie gesagt, was mir auch wichtig ist, euch mit auf den Weg zu geben, ist, denkt immer daran, weil ich sehe das bei meiner Mama. Meine Mama hat, wie gesagt, einen großen Misthaufen, an dem sie auch bis heute jeden Tag immer noch abarbeitet. Und keine Seelenmenschen da draußen ahnt, was für einen Misthaufen sie da hat. Und so war das bei meiner Mama schon immer.
schon, dass wir in Bangkok gelebt haben. Ich als Mischlingskind mit einem knallroten Kopf, also mit roten Haaren. Ihr könnt euch vorstellen, welche Klischee, welche Vorurteile meine Mutter erleben musste. Aber es konnte nie wirklich zu ihr durchdringen. Ich hatte ihr als Kind, habe ich sie dann mal gefragt, habe ich gesagt, Mami, wenn die anderen Leute sowas über dich sagen, tut dir das nicht weh, bist du dann nicht sauer? Und meine Mama hat immer darüber gelacht. Die hat immer gesagt, nein, du kannst nicht daran ändern, was Menschen über dich denken oder was nicht. Also was ich euch damit sagen will, egal wie voller Blumen, glücklich, positiv jemand auch wirken mag, seid niemals neidisch auf diese Person. Jeder von uns hat einen Misthaufen, an dem wir arbeiten. Und wie gesagt, wenn jemand das nicht hat, vielleicht noch nicht. Aber es gibt keinen Menschen, der in diesem Leben davon verschont bleibt. Und wisst ihr was? Je öfter wir sogar so einen Misthaufen abtragen müssen, desto besser werden wir sogar zur Zeit, also mit der Zeit darin. Also Ragnar und ich sind inzwischen fast schon Experten im Misthaufen abtragen geworden, würde ich sagen. Und wir haben dann gemerkt, als dann dieses Jahr vor 4 Wochen, wo dann hier aufgrund der aktuellen Situation, wurde alle unsere Messetermine abgesagt. Wir hatten 5 Messetermine ausstehen, wo wir unsere eigene Kleidung, Klamotten verkaufen. Und plötzlich sind alle Messetermine ausgefallen. Das bedeutet, alles an finanzielle Kosten und so weiter, erstmal ein riesiges Loch. Genau, Frühjahr, Sommer, Umsatz, weg. Alles weg. Und wir haben uns beide angeschaut und haben dann nach ein paar Stunden schon direkt Beiträge für Instagram verfasst, wo wir eigentlich sogar noch anderen positive Message mitgegeben haben, wo wir anderen bestärken wollen, in dieser Situation das Gute zu sehen. Und da haben wir noch abends uns miteinander unterhalten und haben noch gesagt, krass, wir sind nicht mehr so geschockt oder sind nicht in ein tiefes Loch reingefallen, weil wir letztes Jahr schon diesen XXL-Misthaufen hatten. Und je öfter man das eben begegnet, desto leichter wird man eben mit der Zeit damit. Und ja, Übung macht den Meister. Und genau das ist eben das Gute an diesem Misthaufen, weil wie gesagt, es passiert jedem von uns. Und lieber kommen immer wieder Misthaufen hier und da dazu, als wenn ihr das ganze Leben auf Wattebäuschle getragen werdet. Und mit einem Schlag kommt dann etwas, weil das wird dann, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Prüfung. Deswegen nehmt jedes Unheil, jedes Schicksalsschlag, nehmt es als Geschenk an, nehmt es als Lehre an, versucht es zumindest in eurem Mindset, so schnell es geht, in eurem Tempo, ne? So schnell es geht, in eurem Tempo diesen Schicksalsschlag mit einem Dankeschön zu begegnen. Ich weiß, von manchen hört sich das vielleicht total komisch und abgespaced an, aber das ist eine Perspektive, die ich euch anbieten würde. Ich habe gemerkt, es hat bei mir geholfen. Ich habe gesehen, es hilft bei meiner Mama, es hilft bei dir. Und wenn ihr mir das nicht glaubt, macht euch selber auf dem Weg, recherchiert, lest andere Biografien von Menschen, die ihr bewundert, und ihr werdet feststellen, die haben jede Menge Misthaufen abgetragen. Und ja, das war quasi die Moral von der Geschichte. Und die Moral von der Geschichte ist auch, ich habe euch wieder zugetextet. Kam denn überhaupt, hat die Geschichte euch gefallen? Habt ihr die Metapher verstanden, was ich meine? War das leicht verständlich für euch? Haben auf jeden Fall alle sehr gespannt zugehört. Ja? Ja. Das freut mich, weil ich möchte nicht, dass ihr, ja, dass es euch vielleicht langweilig ist oder dass ihr denkt, Nein. Das freut mich. Wir sind hier ganz konstant. Das freut mich sehr. Also, ja, wie hat euch denn die Geschichte gefallen? Habt ihr die Metapher auch verstanden? War das? Ja, gab auf jeden Fall positive Feedbacks. Und klar, ein, zwei Rückfragen, was ich vielleicht noch oder was wir vielleicht noch ergänzen könnten, ja. Weil die Kernmessage ist ja, dass man halt nicht die Augen vor generell diesem Schicksalsschlag an sich verschließen soll, weil es sowieso nicht funktioniert, ja. Weil es tickert eh ein und man trägt es sowieso mit sich rum. Ja.
Das Abtragen beginnt ja dann quasi mit dem Annehmen. Ja. Und dann muss natürlich jeder irgendwo in gewisser Weise auch seinen Weg finden, wie er damit umgeht. Ja. Aber indem man dem ins Gesicht schaut, quasi, ist es schon mal der erste und wichtigste Schritt. Ja, ja, das stimmt. Ja. Und dann, denke ich, kann man Schritt für Schritt, weil ich denke, was auch sehr wichtig ist, ist, dass man es halt auch nicht persönlich nimmt. Ne? Weil es steht zwar der eigene Name drauf, aber, und selbst wenn man in Anführungszeichen ein Stück weit was dazu beigetragen hat, in der Regel tut man es ja ohne besseres Wissen. Richtig. Und ich denke, dieses nicht persönlich nehmen, das ist auch ein wichtiger Faktor, weil bei vielen ist es, glaube ich, schwierig, weil die dann einen gewissen Groll hegen. Und auf sich selber, man ist ja auch bei gewissen Misthaufen, muss man ja sagen, oh Gott, habe ich das jetzt mitverschuldet? Ja. Und dann fällt es natürlich schwer und dann geht es immer einen Schritt vor, zwei zurück oder, ne? Ja. Und von daher, ich denke, das ist gut, wenn wir dann irgendwann auch nochmal ein bisschen darüber sprechen, was es dann so für Möglichkeiten gibt, ja, abzutragen, weil ja, die Handschuhe, die Schaufel, die, es steht ja alles irgendwo für etwas, für Techniken oder Möglichkeiten, mit solchen Sachen umzugehen. Und wir sind ja dann langsam auch so, haben ja schon die eine oder andere Erfahrung gesammelt. Da können wir ja dann beim nächsten Mal auch noch mehr drauf eingehen. Hier gibt es auf jeden Fall ein, zwei Rückfragen. Das eine wäre ganz, ganz profan. Yeah. Warum quasi du früher rote Haare hattest? Also, das musst du vielleicht mal kurz erklären. Weil ich bin ja halb Thai, halb Deutsch. Also ich bin ja ein Mischling. Und als Kind hatte ich ganz rote Haare. Ganz helle Haare. Ganz roséfarbene Haut. Rote Haare noch bis heute. Ich färbe ja meine Haare nicht. Wenn ihr mich live sehen würdet und die Sonne scheint drauf, dann seht ihr noch manchmal so Rotfuchs in meinen Haaren drin. Yes. Genau, Kastanienfarben sind sie jetzt. Mhm. Ja gut, ansonsten, also ich glaube, die Geschichte war so einleuchtend, dass es jeder verstanden hat. Und gibt eigentlich nur positives Feedback. Dankeschön. Dass Menschen es halt einfach rührend fanden oder Blümchen-Smileys wurden geschickt. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Sehr schöne Geschichte, sagt Janis. Hallo Janis, cool, dass du dabei bist. Das freut mich. Wendy, Sabrina, Verena, Galina. Verena, Galina. Galina ist übrigens auch eine ganz süße junge Dame. Die hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Das heißt Galina Backt. Da könnt ihr auch gerne bei ihr reinschauen. Die ist auch eine ganz wunderbare, süße Seele. Oh. Kann auch thailändisch. Und ein Kinderfoto von dir wurde gefragt. Ein Kinderfoto? Ja. Oh nein, ich habe jetzt spontan gar keins. Nee, also kannst du irgendwann mal bei Instagram posten. Genau, irgendwann zeige ich euch das. Aber ihr wisst doch so, wie es mit Kinderfotos ist. Obwohl, doch, ich habe vielleicht ein paar süße. Er hat ganz tolle Kinderfotos. Der Ragnar hat in seinem Geldbeutel, aus irgendeinem Grund, habe ich ihn heute Nacht noch gefragt, warum hast du nicht ein wunderschönes, modelmäßiges Bild von mir in deinem Geldbeutel? Wisst ihr, was er für ein Foto von mir im Geldbeutel hat? Eins, wo ich in Thailand in der Schule bin. In Thailand in der Schule machst du wie so eine Art Ausweisfoto von dir. Ne? Und ich habe früher es gehasst, Fotos zu machen. Heute ständig Selfies. Aber früher habe ich gehasst, Fotos zu machen. Und ich habe gerade nämlich geweint. Und auf dem Bild habe ich knallrote Augen, so eine breite Nase, noch viel breiter als jetzt. Strenge Schuluniform. Und das hat er bei sich im Geldbeutel. Er hat gemeint, es ist, wenn jemand sein Geldbeutel klaut, aufmacht, dann lässt derjenige das sofort fallen. Das Schönste ist das strahlende Lächeln. Was ich da auf dem Bild nicht habe. Aber ich zeige euch das mal bei Instagram oder hier das nächste Mal. Was ich noch ganz kurz sagen wollte zu dem, was Ragnar gesagt hatte, das werden wir auf jeden Fall, die Schaufeln, die Stiefel, die Schubkarren stehen eben für die Techniken, für die unterschiedlichen. Da werden wir auf jeden Fall noch ein Video machen, wo wir darauf eingehen. Genauso werden wir noch ein Video machen, wo es genau darum geht, dass wenn Schicksalsschläge passieren, schlimme Dinge in unserem Leben, wie wir lernen, es nicht persönlich zu nehmen, das heißt, uns nicht damit zu überidentifizieren und uns selbst die Schuld zu geben. Denn ich muss euch sagen, ein sehr, sehr großer Misthaufen in meinem Leben, das weißt du auch, da habe ich mir ewig, ewig, eigentlich erst seit Sommer 2017, habe ich mich intensiv damit auseinandergesetzt
Und seit Sommer 2017 versuche ich mir, das klar zu machen. Und ich bin so stolz auf mich, weil seit ungefähr einem Dreivierteljahr, finde ich, habe ich das langsam wirklich verstanden. Bei diesem Misthaufen habe ich mich immer als die Schuldige gesehen. Ne? Eigentlich ist es ein Misthaufen von einem anderen Menschen, aber ich habe gedacht, ich bin diejenige, die dafür gesorgt hat, dass dieser Misthaufen so groß ist. Es hört sich komisch an, gell? Aber einige von euch kennen das, diejenigen, die auch zu Schuldgefühlen neigen. Gerade wenn wir jemanden sehr lieben und er leidet und wir können ihm nicht so helfen, wie wir ihm helfen möchten, dann denken wir manchmal, wir rocken es nicht, wir bringen es nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ist das verständlich? Na klar. Und da habe ich mir lange, lange, lange Zeit, da hast du mich auch nämlich darauf hingebracht und da seht ihr, wie wichtig das ist, dass wir jemanden im Leben haben, der uns manchmal dann eben zeigt, guck mal, nimm diese Schubkarre, nimm diese Handschuhe, weil Ragnar hat mir dann nämlich gezeigt, hey, ich glaube, du fühlst dich dafür etwas schuldig, wofür du nicht schuldig bist. Und ich habe komischerweise, wie gesagt, seit 3 Jahren, überleg mal, 3 Jahre habe ich wirklich gebraucht, um das wirklich hier und hier zu kapieren. Von daher sage ich euch immer, lasst euch nicht stressen, macht alles in eurem Tempo. Weisheitssätze, schlaue, wisst ihr, so Motivationscoaches, die haben manchmal ganz tolles so, Chaka, hey, wenn du meinen Kurs besucht hast, danach kannst du voll die Welt rocken und du bist befreit. Und dann denke ich immer, ich kaufe das irgendwie nicht ab. Ich habe das doch selber bei mir gemerkt. Gewisse Dinge brauchen einfach ihre Zeit. Etwas zu verstehen und etwas zu verstehen sind zwei ganz andere Dinge. Verena hat mir übrigens eine Nachricht bei Instagram geschrieben, was mich so gefreut hat. Verena schaut jetzt schon ewig, ich glaube seit 2013, schaut Verena schon die Videos von meiner Mama und mir. Und Verena hatte damals, wo ich schon mal die Geschichte von Blumen und Stein erzählt hatte, da hat Verena mir dann beim letzten Mal geschrieben, dass diese Geschichte ihr geholfen hat, ja, quasi mit ihrem Stein umzugehen. Und das hat mich so gefreut, Verena, wirklich eines der schönsten Komplimente überhaupt. Für mich, also ich liebe es einfach, wenn so etwas, was ich mit jemandem teile, ihm wirklich dabei helfen kann, dass er tatsächlich damit etwas Gutes, Inspirierendes praktisch anwenden konnte. Habe ich eine gute Nachricht für dich. Ja, was denn? Du hilfst nämlich, oder wir helfen jetzt auch quasi ein bisschen dem Janis weiter. Der hat nämlich auch, also ist gerade dabei, einen großen Misthaufen abzutragen. Verena freut sich übrigens auch sehr über das Feedback. Und ja, beim Janis ist es gerade relativ aktuell. Von daher, glaube ich, können wir ihm nur auch positive Vibes mit auf den Weg geben. Und vor allen Dingen Mut und Bestärkung, Janis. Wie gesagt, das ist, bleib da dran, lass dich nicht entmuntern. Es gibt Tage, ich weiß, wo man denkt, oh Mann, ey, ich werde verrückt. Diese Tage gehören dazu. Das Allerwichtigste ist, mach kurz eine Auszeit und schau dir vor allen Dingen an, wie weit du schon gekommen bist. Und zwar wirklich jeder kleine Schritt zählt, finde ich. Absolut. Das darf man nicht vergessen. Denn wenn du siehst, wie weit du schon gekommen bist, schenkt dir das selber wiederum Energie, woraus du schöpfen kannst und weitermachen kannst. Und wie gesagt, ich garantiere dir zu 100%, wenn du da dran bleibst und das machst, dann wird es genauso wie in dieser Geschichte passieren. Du wirst eines Tages aufstehen und merken, der Schmerz in deinem Herzen ist nicht mehr da. Du hast diesen Schmerz in deinem Herzen abgetragen und dafür hast du einen wunderbaren Garten in deinem Herzen. Ja, und wie gesagt, sich einfach selber die Zeit auch lassen, weil gewisse Dinge, in der Ruhe liegt die Kraft, mit der Ruhe kommt die Einsicht und dann ist es halt einfach wichtig, dass man, und das kann auch, Ruhe kann auch bedeuten, dass man sich halt mal mit der richtigen Sache in der richtigen Situation ablenkt oder, ne? Das ist halt immer das Maß ist ja das Entscheidende. Und solange man es nicht verdrängt, ja. Weil ne, das ist halt eben dieser schmale Grat zwischen einerseits sich zurückziehen und die Zeit für sich selber nehmen und andererseits dann eben auch einfach nicht ins Grübeln zu verfallen oder sonstiges, sondern einfach
tatsächlich die Dinge so gut es geht, so mal für einen Moment so zu sein zu lassen, wie sie sind, um dann langsam aber sicher vielleicht auch über eine gewisse Entspannung einfach mal wieder ein kleines Heureka oder einen kleinen positiven Gedanken zu sammeln. Und dann geht es Schritt für Schritt. Ja, und dass man, wie gesagt, gnädig mit sich selber ist. Weil, wie gesagt, ich weiß, jeder von uns tickt da anders, aber ich bin so jemand, ich bin super ungnädig zu mir selbst. Also ich habe ganz viel von diesen inneren Kritiker. Und ich habe zum Beispiel, dazu stehe ich auch, ich habe viele Unsicherheiten. Ich weiß, dass es nach außen hin nicht so wirkt. Ne? Viele von euch werden, glaube ich, sagen, hey, die Marina wirkt doch so total selbstbewusst, sicher. Aber ich habe viele Unsicherheiten in mir und bin oft zu streng mit mir selber. Und es ist gut, wenn man kritisch mit sich selber ist, das ist keine Frage. Aber man darf sich nicht selber runterdrücken, weil das hilft überhaupt nicht. Dieses Runterdrücken führt nämlich nur dazu, dass man irgendwann den Kopf in den Sand steckt. Richtig. Weißt und das, auch das entsteht ja dann oft, dieses Runterdrücken kommt ja auch oft, dass man halt einfach eine negative Stimmung hat. Und wenn man das merkt, dann ist es auch in Ordnung, wenn man halt einfach mal reflektiert und sagt, hey, du bist gerade eh nicht so mega gut drauf, geh mal eine Runde spazieren. Ja. Ja, weil ich meine, Mutter Natur ist ja zum Beispiel auch einer der besten Berater, die es gibt. Ja. Und auch Flo bedankt sich. Der hat Dankeschön. Wohl auch öfter Videos von dir und deiner Mutter geschaut. Dankeschön. Und hatte auch nicht so eine gute Zeit und es hat ihm geholfen. Dankeschön, Flo, das freut mich sehr. Wie gesagt, nur wenn, ne, es reicht mir schon, wenn ihr diese Geschichte im Hinterkopf für euch mit dabei habt, quasi ja als kleinen Reminder, allein schon darüber würde ich mich total freuen. Und genau, wenn ihr mir schreibt, sei es hier bei Facebook, bei Instagram und ich nicht sofort antworte, seid mir nicht sauer, gell? Weil ich bekomme so viele Nachrichten von euch. Und ich bin ja so, wenn ich das lese, ich muss das erstmal selber so für mich verarbeiten, weil ich will ja nicht einfach schnell irgendwas zurückschreiben. Manchmal muss ich das auch einfach so stehen lassen, weil es mich selber so, ja, so berührt, wisst ihr? Von daher, gell, ihr dürft mir nicht sauer sein. Ihr müsst wissen, jede Zeile kommt zu 100% bei mir an. Und ja, ich hoffe wirklich, dass euch auch diese Rezepte für die Seele gefallen. Ich überlege, wie gesagt, ich bin da dran, wir gucken nach einem Mikrofon. Ich habe auf jeden Fall Lust, einen Podcast zu machen. Und sobald das Projekt entsteht, werde ich euch auf dem Laufenden halten. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch bei euch bedanken, dass ihr mir erlaubt, dass ich mich hier so austoben kann. Wisst ihr? Das ist nicht selbstverständlich, dass ich dieses Interesse für diese Themen, dass ich das mit euch teilen kann, dass ihr das mit offenen Herzen annimmt. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Weil ich habe euch ja gesagt, ich weiß, es ist besser für den YouTube- und für Instagram-Algorithmus, wenn man nur Kochen macht, sich nur auf ein Thema beschränkt. Das ist mir schon klar. Aber das bin halt eben, das wäre nur eine Facette von mir. Und ich möchte eben genauso auch diese Facette mit euch teilen, ausleben, weil es eine Facette ist, wo ich denke, dass einige hoffentlich auch davon profitieren können. Und ja, das ist ja etwas, was ich einfach liebe. Ich liebe es zu bestärken. Ja, ich glaube, wenn es eines gibt, was ich richtig gut kann, dann ist es, anderen zu bestärken und ein positives Gefühl zu geben. Und das glaube ich auch. Das Video laden wir auf jeden Fall wieder hoch. Das wurde gerade gefragt. Genau. Nicht alle haben es ganz gesehen. Nö, ist gar kein Problem. Von daher, ja. Genau, wenn ihr es nicht ganz gesehen habt, wir laden es danach als normales Video hoch. Ich wollte noch am Ende, das habe ich schon beim letzten Mal gemacht, wo ich danach noch gedacht habe, oh nein, jetzt habe ich es gemacht und bin total die Spiritus Sanctus Hocus Pocus Tante. Aber dann habe ich gedacht, ja, und diejenigen unter euch, die mit mir hier und hier viben, ihr versteht das schon richtig. Und ich möchte das heute wieder mit euch machen. Ihr müsst es nicht machen, wie gesagt, aber ihr könnt es machen, denn ich glaube, ihr seid eh alleine. Keiner kriegt es mit, keiner sieht euch. Ihr könnt es zumindest probieren. Wir können zusammen mini Atem-Dankbarkeitsübung machen. Ihr könnt die Hände zu einem weiten
so zusammenbringen, vor eure Brust, ganz bequem, wie ihr es mögt. Ihr könnt die Schulter hochkreisen, entspannen. Und dann könnt ihr die Augen schließen. Dann können wir zusammen tief einatmen. Und tief ausatmen. Noch einmal tief einatmen. Tief ausatmen. Bis zum letzten Atemzug. Und dann können wir die Augen aufmachen und sagen, Dankeschön. Dankeschön für dieses wunderschöne Leben. Dankeschön an unseren Körper, unseren Geist, all die Zellen, die jeden Tag unermüdlich für uns arbeiten, dass wir einfach so aufstehen, gehen, laufen, essen, dass wir hier sitzen können, miteinander kommunizieren können. All das ist nicht selbstverständlich. Das ist ein Wunder und ein Luxus, was wir haben. Und ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr mich seht. Ihr solltet wissen, ich sehe euch. Ich spüre das wirklich. Und nur damit ihr wisst, diese Handbewegung macht man ja auch in Indien. Im Yoga sagt man ja Namaste. In Thailand ist es ein Vai. Wenn man sich begegnet, macht man zwar Dika. Und dieses Vai ist auch wie in Indien, heißt quasi das Licht, das Gute, das Göttliche in mir sieht und begrüßt das Licht, das Gute und das Göttliche in dir. Und deswegen liebe ich diese Handbewegung. Also, ich grüße das Licht und das Gute in euch und danke euch von ganzem Herzen. Ja, ich glaube, dann war es das auch schon. Habt ihr mitgemacht? Sabrina hat auf jeden Fall mitgemacht und ich bin mir sicher, einige andere auch. Dankeschön, Sabrina. Und wie gesagt, für die anderen, wenn es euch noch zu virtu ist und ihr sagt, ich habe das noch nie gemacht, ich fühle mich dabei komisch, gar kein Problem. Wenn ihr öfter schaut, irgendwann stecke ich euch an oder ihr könnt es heimlich machen, wenn ich nicht dabei bin. Das kann ich euch wirklich empfehlen, weil dieses kurz Augen schließen, ein paar Mal tief ein- und ausatmen, diese kleinen Pausen zwischen dem Ein- und Ausatmen wahrzunehmen. Ich sage immer, dieses tief Ein- und Ausatmen, das ist wie ein Liebesbrief an deinen Körper. Und damit können wir uns bei all unserem Körper, bei dem, das alles hier, können wir uns bedanken. Und glaub mir, die kleinen Zellen, die spüren das. Okay? Könnt ihr machen, wie ihr mögt. Ihr werdet nicht gezwungen. Ja gut, dann... Guck mal, wir haben jetzt fast schon wieder eine Stunde, ist unglaublich. Ich sage immer, es soll nur eine halbe Stunde dauern. Inzwischen weiß ich schon, komm, es wird eh wieder fast eine Stunde. Also jetzt habe ich euch ganz schön zugetextet. Wir haben 7:50 und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal und schickt mir unbedingt auch gerne eure Feedbacks, welche Themen ihr noch gerne hören mögt. Ich habe ganz viele Feedbacks bekommen. Also viele wollen zum Thema Liebesbeziehung, wie man den richtigen Partner für das Leben findet, wie man eine glückliche Liebesbeziehung führt und ne, immer her mit euren Fragen. Und dann werde ich das alles aufschreiben und das mit euch nach und nach angehen. Und Dankeschön auch, dass ihr mir so viele Inspirationen schenkt. Dankeschön. Klar, wer mag, gerne noch ein Däumchen da lassen. Aber ich glaube, die meisten haben es auch eh schon getan. Ja, das ist ganz wichtig. Ich weiß, dass... wir wollen nicht so drauf rumreiten, aber dieses Daumen nach oben, das ist ganz wichtig, weil so wird quasi diese Session hier von YouTube supported. Und ja, das ist für mich auf jeden Fall wichtig. Und dafür danke ich euch. So, alle sagen Tschüss. Achso, ihr geht schon. Nö. Was, am Ende ist keine mehr da und ich sitze noch alleine hier. Na gut. Also dann, Leute, habt einen wunderschönen Dienstagabend und dann sehen wir uns bald wieder. Ich halte euch auf dem Laufenden, was als nächstes wieder kommt. Gell? Wir können auch das nächste Mal dann wieder live zusammen kochen. Live-Yoga wurde auch gefragt. Oh, Live-Yoga können wir auch machen.
Ich habe auch übrigens Atemübungen habe ich als Video gedreht. Das würde ich auch gerne live machen, aber da traue ich mich nicht, weil ich habe Angst, dass ich dabei lachen muss, weil wir haben das zusammen gemacht und dann musste ich lachen. Ich kann das komischerweise nur, wenn ich alleine für mich bin, aber diese Atemübungen sind super, super gut für Detox, für Entgiftungen, gut auch angeblich für Anti-Aging. Also, vielleicht lade ich das als Video hoch, aber Live-Yoga können wir gern zusammen machen. Oh ja, das fände ich cool. Okidoki. Alles klar, Leute. Dann wünsche ich euch alles Gute und ja, fühlt euch von mir festgedrückt, gell? Ich hab euch lieb. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye bye.